Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich das Video über meine vegane Ernährung, denn wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich mich die letzten 2 bzw. 3 Wochen jetzt vegan ernährt und wollte euch darüber so ein kleines Video machen, in dem ich euch einfach erzähle, wie es gelaufen ist, was ich so gegessen habe, warum ich es überhaupt gemacht habe und wie es jetzt weitergeht mit meiner Ernährung. Und ich würde einfach mal sagen, ich fange direkt an und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Vielleicht erstmal zu der Frage, warum ich das Ganze überhaupt ausprobiert habe. Dazu müsst ihr wissen, dass ich mich vor 1,5 Jahren schon mal 1,5 Monate lang vegan ernährt habe. Damals habe ich das aus dem Grund gemacht, weil ich einfach kein Tierleid unterstützen wollte und weil ich, ja, keine Tiere essen wollte, nicht unterstützen wollte, wie Tiere gehalten werden und so weiter und so fort. Also diese ethisch-moralischen Gründe. Ich muss aber leider sagen, dass diese Gründe nicht ausreichend waren, dass ich mich dauerhaft vegan ernährt habe. Ich habe irgendwann einfach zu sehr diese Milchprodukte und so weiter vermisst, beziehungsweise es war auch sehr schwer, weil ich noch zu Hause gelebt habe und meine ganze Familie hat sich nicht vegan ernährt, nur ich. Und deswegen habe ich das dann nach 1,5 Monaten wieder aufgegeben. Trotzdem ist das Interesse für die vegane Ernährung nie komplett weg gewesen. Und ich dachte mir dann einfach, ich brauche den richtigen Grund, um es auszuprobieren oder um es zu machen, damit ich es auch durchhalten kann. Und mein Grund war es dann eben, weil ich gesund sein möchte. Ich habe ja aufgehört zu rauchen. Ich habe schon immer so ein paar Probleme mit meinem Körper, wie er aussieht und ja, wie mein Körper eben gebaut ist und Kurven und so weiter. Und dachte eben, dass ich das dann mit der veganen Ernährung vielleicht in den Griff bekomme, weil es klingt zwar blöd, aber die meisten Veganer haben einfach eine wunderschöne Figur, wenn sie dazu noch Sport machen. Und ich dachte mir, wenn ich mich so ernähre, dann kann ich ohne Probleme glücklich sein und einen schönen Körper haben und zufrieden sein. Und deswegen war das dann mein Grund, warum ich das ausprobiert habe. Ich wollte gesund sein und auch einfach mich wohl in meinem Körper fühlen. Kommen wir dann jetzt zu meinen 2 oder 3 Wochen, in denen ich vegan war. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es sind jetzt fast 3 Wochen. Auf jeden Fall werde ich euch zum einen erzählen, was denn so positiv an diesen 2 oder 3 Wochen der veganen Ernährung waren. Und auf der anderen Seite auch noch, was vielleicht nicht so gut war, einfach weil ich so ein umfangreiches Bild wie möglich geben möchte. Weil natürlich ist nicht alles positiv, wenn man sich vegan ernährt. Und ja, fangen wir vielleicht einfach mit den Dingen an, die mir aufgefallen sind, die nicht so gut waren. Und zwar ist das einmal natürlich, dass ich glaube, gerade wenn man anfängt, sich vegan zu ernähren, dass es natürlich schwer ist, immer irgendwas anderes zu essen zu finden. Gerade weil ich in diese Plant-Based-Richtung gehen wollte. Und ja, da ist es halt schwer, gerade wenn man wie ich auch noch in der Prüfungsphase steckt und eigentlich nicht so viel Lust hat, immer dann zu kochen, weil man eigentlich andere Dinge im Kopf hat, dann ist es natürlich schwer, immer irgendwas Ausgefallenes anderes zu kochen. Ich habe einfach versucht, immer so viel wie möglich Gemüse oder Obst in mein Essen einzubinden. Ich habe auch Nudeln gegessen, das glaube ich 2-mal gegessen, was total untypisch für mich ist, weil ich eigentlich immer Nudeln gegessen habe. Aber ich habe auf jeden Fall einfach versucht, so viel wie möglich Verschiedenes auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel verschiedene Smoothie Bowls gemacht, ich habe mir Säfte gemacht, ich habe Guacamole für mich entdeckt und ja, habe einfach so viele Sachen wie möglich versucht auszuprobieren. Falls ihr so ein bisschen einen Einblick darin haben wollt, was ich so gegessen habe, könnt ihr gerne bei meinem Vlogging-Kanal vorbeischauen. Ich habe da erst einen Vlog hochgeladen, in dem ich euch auch mein veganes Essen zeige. Aber nach den Prüfungen habe ich vor, wieder anzufangen zu vloggen und da gibt es dann ganz viele Vlogs mit ganz viel Essen und ich hoffe, dass es euch so ein bisschen inspirieren kann. Außerdem muss ich noch sagen, dass meine Haut schlechter geworden ist. Also ich glaube, meine Haut detoxt halt durch diese vegane Ernährung ziemlich. Und deswegen habe ich Pickel auf der Stirn bekommen und ich habe normalerweise wirklich nie Pickel. Und jetzt habe ich so Pickel auf der Stirn, die aber auch nicht weggehen wollen. Und das schon seit 2 Wochen jetzt. Ich hoffe, dass sie irgendwann weggehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Falls ihr euch da so ein bisschen besser auskennt, allgemein rund um dieses Thema, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin da super interessiert dran. Aber auf jeden Fall ist meine Haut schlechter geworden. Also sie ist nicht so krass schlecht geworden, aber sie ist auf jeden Fall schlechter geworden. Außerdem ist es natürlich super schwer, als Veganer unterwegs was zu finden, außer Pommes oder Pommes oder Pommes. Ja, bei mir war es einmal so, dass meine Mensa in der Uni schon zu hatte
und ich nichts zu essen dabei hatte und ich will auch nicht jedes Mal zum Bäcker laufen und mir einen Laugenmeckel oder sonst was holen. Und das ist auf jeden Fall super schwer. Da hoffe ich, dass sich das noch so ein bisschen dahin entwickelt, dass es mehr vegane Restaurants vielleicht auch gibt oder einfach mehr vegane Möglichkeiten in den Läden. Aber das ist auf jeden Fall super schwer unterwegs, was zu finden, was vegan ist und vielleicht auch noch relativ gesund, weil gerade das ist dann, das kann man eigentlich schon vergessen. Und das letzte Negative, was ich aus diesen 2 oder 3 Wochen mitgenommen habe, ist, dass ich langsam anfange, Milchprodukte zu vermissen. Also ich habe sie nicht gegessen oder so in den letzten Tagen, aber so seit 3, 4 Tagen vermisse ich es schon mal. Vor allem, weil es auch oft einfach leichter ist, irgendwas mit Milchprodukt, also mit Milch oder Eiern zu essen. Aber ja, also ich glaube, das ist normal. Das haben ja auch ganz viele geschrieben, dass man irgendwann anfängt, das zu vermissen. Ich glaube, wenn man da dann trotzdem durchhält, dann ist es in 1 bis 2 Wochen vielleicht wieder weg und dann vermisst man das gar nicht mehr. Aber das muss ich zugeben, ich vermisse Milchprodukte momentan schon etwas. Und jetzt kommen wir zu den positiven Sachen an der veganen Ernährung. Und zwar muss ich erstmal sagen, dass es meiner Meinung nach genauso teuer ist, wie wenn man sich von Milch oder tierischen Produkten eben ernährt. Also ich habe da nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Meine Schwester zum Beispiel, die das auch macht, sie hat gesagt, das ist viel teurer ihrer Meinung nach. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe nicht mehr Geld ausgegeben, als ich davor gemacht habe. Außerdem habe ich ganz, ganz viele neue Produkte für mich entdeckt oder auch Kombinationen und Gerichte. Zum Beispiel Avocado. Ich habe vorher nie Avocado gegessen und jetzt bin ich ein absoluter Avocado-Freak. Ich habe immer mindestens eine Avocado in meinem Kühlschrank, weil sonst kriege ich schon so ein bisschen Panik. Also ich mache das aufs Brot, ich mache eine Guacamole für Kartoffelecken, ich mach das in den Salat mit rein. Ich liebe Avocado und es ist auch noch super gesund. Außerdem musste ich während diesen 2 bis 3 Wochen auch nicht komplett auf Süßigkeiten verzichten. Ich habe es natürlich weitgehend versucht, was in der letzten Woche nicht so gut geklappt hat, weil Prüfungsphase und so weiter, da brauche ich meine Nervennahrung. Aber ihr könnt immer diese Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade essen, die ich ungefähr gesuchtet habe in der letzten Zeit. Und dann habe ich noch solche Vollkorn-Bio-Kekse mit Schokolade überzogen gefunden, die auch vegan sind. Ich schreibe euch das hier mal hin, wie die genau heißen, falls ihr daran interessiert seid. Und die sind auch echt gut, muss ich sagen. Und diese 2 Sachen habe ich dann immer gegessen. Oder ich habe mir mit David einen veganen Cookie-Dough-Teig gemacht, der auch mega gut geschmeckt hat. Und also ich habe nicht auf Süßigkeiten so krass verzichtet, vor allem, weil ich in der Prüfungsphase einfach sowas brauche. Und da möchte ich mir das auch nicht verbieten. Außerdem hatte ich immer mega Spaß am Essen. Das heißt, ich habe mich immer so gefreut, wenn ich dann so eine Guacamole mit Kartoffelchips hatte und das einfach so gut geschmeckt hat. Oder ich habe auch mal eine Kartoffel-Karottensuppe gemacht, die super gut war. Ich hatte einfach so viel Spaß am Essen, einfach weil ich wusste, dass das, was ich in mich reintue, so gesund ist und dass ich alles, was ich konsumiere, einfach gut für meinen Körper ist und nicht schlecht ist und auch noch so gut schmeckt. Und das ist ein ganz, ganz riesiger Pluspunkt an der veganen Ernährung, weil es mir einfach super Spaß macht, das zu essen, weil ich weiß, es ist gut für mich und es tut mir gut, es schmeckt gut und ich tue damit auch niemandem weh. Also mega Pluspunkt. Das war so das beste Gefühl an der veganen Ernährung, muss ich ehrlich sagen. Insgesamt habe ich übrigens auch nicht abgenommen. Ich habe auch nicht zugenommen. Ich habe relativ viel gegessen. Prüfungszeit wieder. Ich möchte es nicht so oft sagen, aber es ist so. Aber wenn die Prüfungszeit vorbei ist, möchte ich auch wieder mit dem Sport anfangen und dann kann es so richtig losgehen. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, okay, und machst du es jetzt weiter? Wirst du dich weiter vegan ernähren oder nicht? Ich werde mich weiter vegan ernähren, einfach weil es mir mega Spaß macht. Vegan leben könnte ich, glaube ich, nie, einfach weil, wie gesagt, das mit den Tieren und so, das ist leider einfach, da bin ich ehrlich, das ist kein Grund genug quasi für mich. Das ist schade, aber ich kann einfach nicht auf solche Sachen verzichten teilweise. Also ich benutze jetzt sowieso nicht irgendwelche Ledersachen oder so, aber ich trage Axt und das dürfte ich auch nicht, wenn ich vegan leben würde. Deswegen werde ich mich weiterhin vegan ernähren. Falls ihr möchtet, kann ich auch gerne Food Diaries machen nach der Prüfungsphase und euch so ein bisschen zeigen, wie ich die Sachen koche, was ich so mache und ja. Allgemein würde ich euch die vegane Ernährung aber nur empfehlen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt extreme Fleisch- oder Milch- oder Eieresser seid. Weil ich muss sagen, ich mochte noch nie wirklich Fleisch. Ich habe auch Fleisch auch nie wirklich viel gegessen.
Und deswegen fiel es mir ziemlich leicht, aber ich glaube, für Menschen, die sehr viel Fleisch konsumieren und sehr viel Milchprodukte und so weiter und das auch einfach gerne machen, könnte es ein Problem werden, sich vegan zu ernähren und könnte es sehr, sehr schwierig werden. Für mich persönlich ist es bis jetzt einfach genau die richtige Ernährung, weil ich mich super wohl fühle, super gut und einfach das Gefühl habe, dass ich so im Reinen mit meinem Körper sein kann, weil ich das, was ich in mich hinein tue, einfach gut für mich ist und mir nichts schadet. Und ja, das war's jetzt auch schon. Ich hoffe natürlich, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Falls nicht, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich liebe es, mit euch über dieses Thema zu schreiben oder allgemein mit Leuten darüber zu reden, eure Rezeptideen vielleicht zu hören. Egal was, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!